Die Schalker Spieler nahmen die historische Pleite relativ locker. Wenn unsere Verletzten zurückkommen, werden wir uns ganz anders präsentieren, sagte Marco Höger. Und Klaas-Jan Huntelaar meinte fast beleidigt, sie haben 3 Chancen und machen 2 Tore. Von Selbstkritik keine Spur. Dabei hätte die Leistung durchaus Anlass dazu gegeben. Der FC Schalke 04 verabschiedete sich nach einer desolaten Vorstellung aus dem DFB-Pokal. Und das gegen Dynamo Dresden, einen Club aus der 3. Liga. Seit 1991 war Schalke nie in der ersten Runde ausgeschieden. Schon vor dem Bundesliga-Start am Wochenende in Hannover steht das Team von Trainer Jens Keller unter Druck. Die Hoffnungen, Schalke könnte endlich mal in Ruhe in eine Saison starten, sind jetzt dahin. Das chronisch aufgeregte Umfeld der Königsblauen wird nun wieder in alte Muster zurückverfallen. Coach Keller muss nun einige Probleme lösen, will er nicht sofort wieder unter Beschuss geraten. Da sind die Weltmeister Draxler und Hövedes, die noch ihre Fitness suchen. Da ist der motzende Boateng, der auf der Zehnerposition spielen will, aber nicht darf. Da sind die verletzten Leistungsträger Goretzka, Fofana und Uchida, die Schalke nicht ersetzen kann. Wir hatten 5-6 Totalausfälle, fand wenigstens Keller nach dem Dresden-Debakel deutliche Worte. Als einer der wenigen Schalker. Aber die Rolle als Einzelkämpfer kennt der Schalke-Trainer ja bestens.